Na, was sagst du? Traumhaft. Du sollst mich nicht so verwöhnen. Warum nicht? Wen soll ich sonst verwöhnen? Er sah mich auf einer Party und hat mir gleich den Kopf verdreht. Ich habe mich in den Namen Jasmine verliebt. Ich war noch nie in San Francisco. Ich wohne bei meiner Schwester. Jasmine! Oh mein Gott! Gut siehst du aus. Deine Wohnung ist gemütlich. Der Flug war unruhig, das Essen grauenvoll. Und sowas nennt sich First Class. Ich dachte, du wärst knapp bei Kasse. Ich bin pleite, ganz im Ernst. Der Staat hat sich alles geholt. Jedenfalls siehst du super aus. Ah, du Schwindlerin. Hast du immer noch nicht alles, was du dir wünschst? Liebling, das ist bildschön. Als deine Schwester noch im Geld geschwommen ist, warst du für sie Luft. Und jetzt, wo sie pleite ist, zieht sie plötzlich bei dir ein. Sie ist nicht nur pleite, sie ist völlig abgedreht. Jetzt mal halblang, ja? Im Ernst, Herr. Verzeihen Sie bitte. Reden Sie mit mir? Ginger hat mir alles über dich erzählt. Erst lebst du uns aus und raus und dann stellt sich raus, der Typ ist ein Verbrecher. Wie lange willst du bei Ginger noch wohnen? Niemand will hier schneller wieder weg als ich. Das muss ja echt ein Mordsabstieg für dich sein hier. Es wird dich freuen zu hören, dass ich jeden einzelnen Penny, den ich hatte, verloren habe. Ihr Mann war ein ausgekochter Gauner. Ich war eine Woche da und wusste, der Typ hat nebenher was laufen. Ich kann das nicht. Du suchst dir immer Loser, weil du denkst, du hast nichts Besseres verdient. Und deswegen kommst du nie auf einen grünen Zweig. Der Frau bist du egal, sie ist verloren! Könnt ihr bitte woanders streiten? Das ist mir zu viel. Mein Stimmungsaufheller wirkt noch nicht. Angstzustände, Albträume und ein Nervenzusammenbruch. Der Mensch hält nur einer gewissen Anzahl an Traumata stand, bevor er auf die Straße rennt und losbrüllt.